dieses einfach hier sitzen und dieses einfache Erleben von etwas, ohne es zu beschreiben, ohne davon etwas haben zu wollen, ohne etwas zu verlangen, ohne etwas zu bedenken. Ohne dabei überhaupt vor mir selbst aufzutauchen. Das ist eigentlich alles. Mehr gibt es nicht. Und darin tauche ich dann auf, darin tauchen Gedanken auf, darin taucht der Daniel auf. Darin tauchen uralte Programme auf, die mich glauben lassen, dass ich klein bin und bedürftig und dass ich gesehen werden muss und dass ich was darstellen muss und dass ich einen Gott brauche, der mich versteht, einen ganz kleinen Gott für einen ganz kleinen Menschen, der diesen ganz kleinen Menschen ganz persönlich versteht, der an meiner Seite läuft und mich trägt, wenn es mir schlecht geht. Und damit nehme ich mir die Kraft, die jetzt gerade hier ist. Und die immer nur jetzt gerade hier ist. Weil alles, was jetzt nicht gerade hier ist, Gedanke ist. Und der Gedanke genau das macht, er nimmt mir die Kraft, um zu erleben, was jetzt gerade hier ist. Und damit tauche ich überhaupt erst auf. Und damit werden die Programme, von denen ich glaube, dass ich sie bin, reaktiviert und genährt. Und das nenne ich dann meine Probleme und mein Leben. Ich fände es schön, also als Idee, als Vorschlag, wenn, oder ist eine Einladung, wenn ihr in Anführungszeichen versuchen könntet, euch wirklich auf diese, auch in Anführungszeichen, Idee einzulassen, dass ihr, dass dieser Augenblick letztendlich euch belebt und dieser Augenblick euch hier in diesen Raum stellt und dieser Augenblick sich selbst durchdringen will in Form der Ausformungen, die hier sitzen. Und dass diese Ausformungen einfach nur verschieden sind, aber dass es keine besonderen und weniger besonderen Ausformungen gibt und keine göttlicheren und weniger göttlichen und wertvolleren und weniger wertvollen Menschen. Dass es vielleicht überhaupt gar keine Menschen gibt und keine Tiere und keine Steine und dass wir einfach hier in diesem Augenblick etwas erfahren, was man Leben nennen könnte. Und dass ich diese Selbstbezogenheit, also das Leben auf mich zu beziehen, zu jemandem zu werden, der vom Leben etwas verlangt, einfach mal gehen lasse oder sehe und diesem Gesehenen oder Gehengelassenen nicht die Wichtigkeit schenke, die es ansonsten hat. Ich wollte dich fragen, ob das
Unaussprechliche und nicht Beschreibbare, wie du das nennst, ob das für dich ein immerwährender Prozess ist oder ist sozusagen einmal da, immer da? Nee, auf keinen Fall. Das heißt, auch du machst diesen Prozess durch den ich, sage ich mal, durch, nicht durchmache, ja. Ich lebe, ich bin nicht das. Nein. Es gibt keine Erkenntnis, die du so nach dem Motto, ich habe erkannt und jetzt kommt das in eine Konserve und das ist meine konservierte Erkenntnis und die kann ich jetzt zum Besten geben, ja, also und transpirieren, sondern das ist ja genau der Punkt. Die Erkenntnis ist nicht, das ist nicht meine Erkenntnis oder deine oder seine, sondern die Erkenntnis ist einfach, und zwar wirklich ganz genau so, dass es außerhalb dieses Augenblicks nichts gibt, dass alles in diesem Augenblick erscheint. Also deine gesamte Vergangenheit, deine Sehnsüchte, deine Wünsche, deine gesamte Programmierung, ja, dein alles, was du an Sozialgeflechten hast, taucht jetzt in diesem Augenblick in dir auf oder nicht. Und wenn es in dir nicht auftaucht in diesem Augenblick, dann ist es für dich in diesem Augenblick nicht existent. Mal ein ganz einfaches Beispiel. Spür mal deinen linken großen Zeh. Der ist da, ne? Der war eben gerade auch da, aber war nicht beim großen Zeh. Muss sie auch nicht sein. Ja, wir müssen also nirgendwo sein. Aber das, was man Erkenntnis nennen kann, kann nur hier sein. Also das ist nichts Gewonnenes. Es ist nichts, woran man sich festhalten kann, was einem gehört, was zu einem gehört. Und darum ist es eben auch nichts, was dich in irgendeiner Form besonders machen kann oder sondern kann, weil genau diese Sonderung und das Besondere ist eben genau das, was dich davon trennt. Wenn du denkst, ich möchte erkennen, ist das die Trennung, die das Erkennen unmöglich macht. Unmöglich. Wie bitte? Die Frauen verlieren. Unmöglich. Ich hatte gesagt, wenn du sagst, also ich möchte erkennen, du nimmst dieses zu dir, ja. Du glaubst also, du könntest aus dem, was es ist, etwas rausnehmen, zu dir machen und wieder also einen personalisierten Gott spielen, den du ja auch haben willst, ja, in Wirklichkeit. Du willst ja jemanden haben, der dich sieht. Du willst ja auch jemanden haben, der dich versteht, der deinen Weg mit dir gegangen ist, von so klein bis heute. Also irgendjemanden, ja, der irgendwie ist eine Imagination, die noch nicht zu dir gekommen ist, die einfach noch nicht hier ist, weil wenn sie hier wäre, wer soll mich verstehen? Wer soll mich begleiten? Gibt es gute und Anführungsstriche gute und schlechte Kräfte, die mich beeinflussen? Also ich werfe mal so Worte wie Schutzengel oder Dämonen in den Raum. Oder ist eben alles meins, was ich zu mir nehmen kann? Und in dem Sinne, wenn ich alles zu mir nehme, dann ja auch der Gestalten oder dann frei in Anführungsstrichen bin. Nee, du kannst mal gucken, und damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet, wie Schutzengel und Dämonen zu dir kommen. Über welchen Weg die zu dir kommen. Also wie erfährst du die Gegenwart von Schutzengel und Dämonen? Also ich habe diese Begriffe und im Regelfall weigere ich mich, das anzuerkennen.
Und hin und wieder selten mache ich eine Erfahrung, dass urplötzlich etwas über mich kommt, was ich mir nicht erklären kann. Genau. So. Und dann wird das benannt. Dann könnte ich das, ja, neige ich das zu, mal so zu benennen und mal so zu benennen. Das ist, ja. Aber genau das ist ja Spektrum, ne? Du bist Spektrum. Also das oder das, was erfahren wird, ist immer Spektrum. Spektrum heißt einfach, wenn wir es jetzt gut und böse nennen, könnte man es auch links und rechts nennen, oben und unten, heiß und kalt. Ja? Es ist einfach, das sind die Möglichkeiten. Und die Frage ist, wenn jetzt der Gedanke kommt, ich werde geführt, ich werde beschützt, da ist jemand bei mir, wie fühlst du dich dann? Ja? Und wie fühlst du dich, wenn du meinst, dass ein Dämon hinter dir her ist? Und einfach diese beiden gedanklichen Konstruktionen wirklich zurückzuverfolgen. Die kommen beide aus dem Nichts. Wie alles, was du denkst. Ich denke das. Die Bezeichnung denke ich. Ja, wie alles, ich würde sagen, wie alles, was zu dir kommt, ist neben dir, ja. Und ihr denkt jetzt verschiedene Dinge. Ja? Warum auch immer, weiß ich nicht. Ja? Ist halt so. Ich denke wahrscheinlich was ganz anderes oder gar nichts oder keine Ahnung. So, irgendwie tauchen Gedanken auf. Was du in 2 Minuten denken wirst, wer weiß das. Also du nicht, ich auch. Ja? So. Und in 2 Minuten sagst du, ich denke. Dämon, Schutzengel. Begleiten. Ich fühle mich gut damit. Das kenne ich. Davor habe ich Angst. Das kennt ihr auch. So, also du glaubst. Du glaubst dem, was ich dir zeige. Wieder kein Problem. Macht nichts. Ist nur führt dazu, dass du das Leben so erfährst, wie du es tust. Ich kann es also auch anders benennen oder Benennung lassen. Nee, das kannst du eben nicht. Das ist genau ja der Punkt, sondern das ist ja genau das meine ich wirklich genauso, die Gedanken zeigen sich dir so. Was du tun könntest, wenn du überhaupt was tun kannst, ist, dass du mitbekommst, dass diese Benennungen so stattfinden und dass du mitbekommst, wie sich das anfühlt, diese Benennungen zu denken und zu glauben und was sich an das Wort Dämon oder Schutzengel anknüpft, an weiterführenden Gedanken und wie dann Verknüpfungen in der Zeit stattfinden, wo schon mal ein Schutzengel war und schon mal ein Dämon und wie du dann mit jemand anderem darüber sprichst und also immer mehr Realität da reinkommt, immer mehr Wirklichkeit, immer mehr Wirklichkeit. Ja. Und es ist in der Wirklichkeit taucht alles auf. Aber das, was auftaucht, ist nicht die Wirklichkeit. Sondern in der Wirklichkeit taucht alles auf. Also du gehst über Dämonen und Schutzengel weit hinaus. Die tauchen ja in dir auf. Sehr schön. Ja, ist schön. Ja, schön. Ja, okay. Dieses da bewegt sich als Konstrukt durch eine Welt. Ja, durch eine existierende Welt. Und was dieses Konstrukt in dieser Welt tut, das hat damit zu tun, wie dieses Konstrukt funktioniert. Eine Katze frisst was anderes als eine Maus. Die frisst nämlich die Maus. Und die Maus frisst den Käse. Und die Katze ist nicht böse und die Maus auch nicht. Die machen das einfach. Und jetzt kann aber vergegenwärtigt, diese Vergegenwärtigung, die jetzt in diesem Augenblick gegenwärtig ist, auch wenn da ein Programm vorstehen mag, das sagt,
puh, jetzt komme ich aber in Schleudern, ja? Also diese Vergegenwärtigung, die ist mehr als dieses Konstrukt, das durch die Welt marschiert und Erfüllung sucht, weil diese Vergegenwärtigung selbst ist die Erfüllung. Und der versucht alles, um diese Erfüllung, die hinter der Konstruktion steht, zu erfahren. Und das kann durchaus passieren. Also wieder, es wird einfach etwas geglaubt. Es wird etwas angenommen. Das bin ich. Und diese Annahme, dieses das bin ich, verschleiert denjenigen, der es annimmt. Weil in Wirklichkeit, ganz kurz, das ist jetzt wirklich ein Gedanke, ja, aber vielleicht ist er ja hilfreich, weil in Wirklichkeit bist du ja angenommen. Aber nicht von dir selbst, verstehst du, sondern du bist angenommen, weil du einfach hier bist. Du bist angenommen wie jeder Stein, wie jede Ameise, wie alles. Ja? Du bist bereits angenommen. Du musst dich jetzt nicht nochmal annehmen. Also du musst nicht nochmal den Kleinen nehmen. Sondern diese Ausformung, die ist einfach vom Leben selbst ins Leben gestellt, um eventuell zu erkennen, dass es Leben ist. Nicht, dass ich ich bin und so alt und dann sterben hat und die Ängste habe, sondern dass es Leben ist. Dieser angenommen und ins Leben gestellt, um dieses Leben zu entdecken. Von dem Punkt aus. Und das noch ganz kurz, wenn er anfängt, das Leben zu entdecken, dann vergisst er sich selbst. Ja, ich auch. Ich höre auch. Kann ich irgendwas dafür tun, wenn immer wieder dieser Wunsch auftaucht, zu vergessen? Ja, da kannst du was für tun. Du kannst diesen Wunsch mal ernst nehmen, statt mit dem Wunsch zu spielen. Und was heißt dann ernst nehmen? Wenn in dir wirklich der Wunsch ist, vergessen. Ist ja ein Wunsch, der sich in Form von Gedanken verständlich macht. Der ist ja aber nicht nur in Form von Gedanken gegenwärtig, sondern der ist ja in Wirklichkeit in Form von Wirklichkeit schon gegenwärtig. Dahingehend, da ist also der Wunsch, über sich selbst hinauszugehen. Ja? Da sagt ja etwas, es ist möglich, ja. Verstehst du? Sonst ist ja der Wunsch nicht da als wirklicher Wunsch. So, aber jetzt kann ich natürlich diesen Wunsch zu etwas machen, wieder zu einer Konstruktion fast. Also wie ich bin spirituell, ja, kann ich auch sagen, ja, ich würde so gerne über mich selber hinausgehen. Wenn ich das aber wirklich möchte, bleibt mir nichts anderes übrig, als ich benutze jetzt mal dieses Wort, mich hinzugeben. Also wirklich, ich meine nicht, dass er aktiv versucht, Eigenschaften von aufzugeben oder dass sie versucht, sich zu reinigen oder zu säubern oder so, sondern ich meine damit, dass dieses, was du bist, die Hilflosigkeit dir selbst gegenüber akzeptiert. Dass du also zum ersten Mal wirklich erkennst, dass du dich selbst nicht überwinden kannst. Das ist keine, nur um es zu sagen, es geht nicht darum zu sagen, ah, okay, ich kann mich nicht überwinden, dann gut, dann lass ich es bleiben. Nicht so, sondern das ist eine Erkenntnis. Münchhausen hat sich selbst am Schopf aus dem Sumpf gezogen. Das geht nicht, ja? Das funktioniert so nicht.
Also die Idee, ich möchte mich selbst vernichten, damit ich letztendlich alles bin, ist genau diese Idee, macht es unmöglich zu erkennen, dass mit dir alles in Ordnung ist. Ich meine jetzt aber, das ist eine echte Grenze, an der wir da sind jetzt verbal. Ja? Mit dir alles in Ordnung ist, heißt nicht, alle deine Spleens und Macken und gepflegten Befindlichkeiten sind in Ordnung, sondern du, so wie du wirklich bist, frei von den Behinderungen, die du glaubst zu haben, die du glaubst zu haben und die du, weil du sie glaubst zu haben, auch kultivierst, bist vollkommen in Ordnung und brauchst deshalb überhaupt gar nicht überwunden werden. Und wenn du nicht mehr überwunden werden musst, das ist interessant, dann tauchst du nicht mehr auf. Verstehst du, 100 Leute rennen, ja, irgendwo eine Straße lang, irgendwo steht ein Baum, einer rennt gegen den Baum, ne? Der ist vor dem Baum aufgetaucht. Das bin ich. Da bin ich wieder. Der Verstand glaubt, weil hier ist doch jemand und der hat doch auch Eigenschaften, der verhält sich doch, der ist doch nicht. Der Osho, ne, zum Beispiel, der hatte einen schicken Bart und dann hat er ganz viele Rolls-Royce gehabt und irgendwie hat der ganz doll gespielt. Da kommt man auch glauben, okay, irgendwo, der ist vielleicht erleuchtet und der Jesus noch und vielleicht noch drei andere. Ne? Aber ich so, also ich bleibe an mir hängen wieder, ja? Ich renne wieder gegen meinen Baum, ich tauche wieder vor mir auf, ich habe wieder ein Bild von mir, ich habe auch ein Bild davon, bin einfach nicht hier. Ich auch nicht. Ich habe auch nicht verstanden, was ist jetzt in Ordnung? Also sag es nochmal bitte. Genau, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung? Ja, du hast ja die Spiels erwähnt und diese Sachen. Und dann, du bist in Ordnung. Was? Du bist in Ordnung. Ist nicht ich. Genau, so. Also, weiß ja schon, was an ihr nicht in Ordnung ist, ne? Wenn sie so, ne? Genau. Okay. Und jetzt sage ich, du bist in Ordnung und dann fragst du ja, wer bin ich? Genau, das ist der Punkt. Also das, was nicht in Ordnung ist an dem Leben, das von dir erfahren wird, das personalisierst du wieder. Das machst du, da sagst du, da sollte, also eigentlich sollte es anders gestaltet sein. Ja? So. Das ist genau das Gegenteil wieder von, was ich gesagt hatte, von der Hingabe. Hingabe heißt einfach so, sagen wir mal, so wie es in den Raum getreten ist, so wie es erlebt wird, so ist es in Ordnung. Also Schmerz ist in Ordnung, ja? Traurigkeit ist in Ordnung, sich nicht geliebt fühlen ist in Ordnung, sich total doof fühlen ist in Ordnung. Stolz ist ein bisschen schwieriger, ist nicht ganz in Ordnung, ist aber auch in Ordnung. Ja? Ist aber nicht ganz in Ordnung, weil da was ganz Entscheidendes noch überhaupt gar nicht gesehen worden ist. Ja? So, dieses alles, das alles ist in Ordnung und jetzt, wenn das mal in Ordnung ist, kann ich mich vielleicht mal einmal so zu mir umdrehen. So, also ich gucke nicht mehr so raus, sondern
Ich drehe mich mal zu mir und sag mal, werd jetzt mal meine eigene Mutter. Also indem ich mich zu mir selbst umdrehe, gebäre ich mich selbst. Und zwar nicht, dass ich was schaffe, sondern ich gucke es vielleicht zum ersten Mal an. Vielleicht meine ich das so. Also ich drehe mich zu mir um und sage, komm her. Aber nicht, da kommt niemand, ja, also es ist auch nicht so, komm hier, so. Und in diesem Komm her geht's durch dich durch. Ist befreit von dem Glauben, dass es etwas ist. Und dann würde ich sagen, da fängt dann wirklich Stille an. Also wo du fühlst natürlich, du denkst auch, aber du nimmst es viel schneller zu dir. Also es wird viel schneller zu sich genommen wieder und verschwindet da drin. Und so, du tauchst nicht ständig mehr vor dir auf. Also der sich dann auch entladen will in der Form der Person. Druck. Also ein innerer Druck. Ja. Also wenn die Muster oder was die auch immer sich ausdrücken wollen und sie nach draußen geschickt werden. Also sie werden aktiviert und dann nach draußen. Und da habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich die Wahl habe, dass etwas, oder nicht die Wahl, ich sehe, es hält an mittendrin, es hält an, ich kann es in mir halten und es passiert was anderes als vorher. Kann passieren. Ja. Aber das ist dann auch, ja, das... Es ist doch schön, also ernsthaft, ja, ist doch schön. Ja. Ja? Kann ja sein, dass es mittendrin anhält, einfach weil es an Dynamik verliert. Weil einfach bestimmte Dynamiken sich nicht mehr bis zu Ende spielen müssen. Ja? Weil sie einfach gesehen werden und in dem, da ist einfach kein Wurm mehr am Angelhaken. Und auf so eine blanke Angel mag man ja auch nicht drauf beißen. Ne? Also verstehst du diese, ja? Ja. Wolltest du sagen? Ich frage mich immer, wo, wenn das Leben endet, wo das Bewusstsein dann, wo ist das dann? Aber welches Leben endet denn? Ja, erstmal verfällt dieser Körper, das wird zu Asche, zur Erde, das bleibt ja hier, dann wird ja nichts weg. Und wo ist das Bewusstsein dann? Woher ist denn das gekommen? Das war ja schon immer da, schätze ich mal, aber keine Ahnung. Naja, wenn wir jetzt mal nicht schätzen, ja, wenn wir jetzt mal einfach wirklich gucken, also so jetzt, wenn ich jetzt mal hier gucke, so jetzt bin ich hier, okay, und jetzt habe ich einen Gedanken, ja, also wo bleibe ich, wo bleibt mein Bewusstsein, wenn der Körper gestorben ist? Ist das schon das? Oh ja, das bleibt aber bestimmt hier. Weil das ist ja, guck mal, das wird ja nicht, das ist ja nicht von, du bist ja nicht das Behältnis, das Bewusstsein an sich trägt, sondern du bist ein Behältnis, in dem sich Bewusstsein spiegelt. Der Mond, ja, mal als, also wirklich eine sehr einfache Metapher, einfach um es zu sehen, der Mond, der wird ja beleuchtet, ne? Er ist eine Reflexion, das Licht auf dem Mond ist eine Reflexion des Sonnenlichts, ja, so. Und jetzt kann sich der Mond natürlich fragen, ja Mensch, was passiert denn eigentlich mit dem Licht, wenn ich nicht mehr da bin? Ja? Genau, verstehst du oder auch nicht? Das kann man nicht verstehen. Das unfassbar. Das Bewusstsein ist einfach so viel größer als jede Form und als jeder Gedanke, dass du es wirklich in Form einer Form als Gedanke nicht fassen kannst. Unglaublich. Ja, aber wenn das wirklich zu dir kommt, dass das unglaublich ist, dann wird es unglaublich. Verstehst du?
Dann ist es nicht mehr so ortsgebunden, ne? Und dann geht es einfach so, wow, du selbst erscheinst eventuell im Bewusstsein. Du selbst in Form dieses Körpers erscheinst unter Umständen im Bewusstsein. Vielleicht hast du gar keins. Es wird gefühlt. Es wird gefühlt. Aber hier wird es ja auch gefühlt. Es wird überall gefühlt. Und nicht nur bei uns Menschen, es wird überall gefühlt. Es ist überall gegenwärtig. Es ist überall da. Es ist sehr abgefahren. Ja, und dann, wenn es aufhört, abgefahren zu sein, dann wird es auf einmal ganz tief. Verstehst du, weil dann siehst du einen Baum. Und eigentlich siehst du gar keinen Baum mehr, sondern eigentlich siehst du dich. Was nicht dich, nicht dich als Person, sondern du siehst das, was gesehen wird und das, was diesem gegenübersteht, das kommt irgendwie zu sich, es kommt immer mehr hierher und du, vielleicht wird realisiert auf einmal, das ist wirklich lebendig. Also nicht ich lebe und ich brauche, sondern es ist wirklich lebendig und ich kann das sehen. Und dieses hier, ja, dieser Körper hier, ist auch lebendig, ist aber auch darin, ist nicht gesondert, ist nicht anders. Wow, und dann, weißt du, und dann so.